So, jetzt steht ein Spezialist an. Letzte Woche habe ich Sylvanas gespielt. Diese Woche werde ich den guten Probius ausprobieren für euch. Und wie immer mir Mühe geben, ein bisschen die Talente zu erklären, die ich nehme. Und dann schauen wir mal. So, los geht's. Ich spiele den guten Probius. Und werde, da es ein neuer Held ist, auch ein wenig auf die Fähigkeiten eingehen, bevor wir ein neues Talent wählen. Wir haben als erstes den Pylon heranwerben, der uns in einem bestimmten Radius die Möglichkeit geben, da sehen wir den Indikator, Mana zu regenerieren. Das heißt, ihr könnt nur Mana regenerieren, solange der Pylon aktiv ist. Und in diesem ganzen Pylon-Bereich kann ich dann eine Photonenkanone platzieren, die halt ein bisschen Damage macht und die nur innerhalb des Pylons und auch solange der Pylon aktiv ist, aktiv ist. Sobald der Pylon zerstört ist, ist dann halt auch Feierabend. Man kann ihn auch als Vision nutzen. Ich werde hier direkt eine Maschine setzen. Das zweite ist ein Warp-Spalt, den man hier setzen kann. Man sollte sich immer tunlichst daran erinnern, dass man beide Warp-Spalte immer aktiv setzt. Wenn man dann hier durch den Warp-Spalt durchschießt mit dem Q, was ein normaler Schuss eigentlich ist, dann wird dieser Warp-Spalt ausgelöst und explodiert. Das sieht dann ungefähr so aus. So, ich brauche Mana, das heißt, wir setzen einen Pylon und dann regeneriert sich mein Mana auch relativ zügig. So, und was ich nehmen werde, ist, ich werde mal die Warp-Resonanz ausprobieren. Ich werde hier gleich ein. So. Was ich noch nicht erklärt habe, ist, dass wir Hochbetrieb haben, also eine Fähigkeit, die ähnlich die ist wie von Sergeant Hammer. Jetzt muss ich hier tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil die Ming hier ist. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen. Sollte natürlich zumindest nicht passieren. Muss dann halt schon treffen. Ich werde den Turbo-Lader nehmen. Der verringert die Abklingzeit von meinem Y. Man sollte immer noch bedenken, dass das Y nur funktioniert, solange man keinen Schaden bekommt. Und jetzt ist das Team ein bisschen salty auf mich. Ich werde jetzt erstmal die erste Phase hier unten versuchen zu pushen, was geht. Ich habe hier oben Vision durch den anderen Pylon, das passt eigentlich. Ich muss nur aufpassen, dass die anderen mich jetzt nicht entdecken, da kommt die Liming schon wieder. Ich habe jetzt hier die Warp-Resonanz genommen, damit muss ich halt Helden treffen. Das werden wir in der nächsten Ausgabe dann mal versuchen. So, jetzt habe ich zumindest den ersten Helden schon mal getroffen. Ich gehe mal back hier. Gegen die Li Ming möchte ich nicht unbedingt spielen. Jetzt kommt der Variante auch noch. So, ich aktiviere das mal. Ich werde komplett aufs W spielen, glaube ich. Dafür muss ich 20 Helden treffen, das heißt, demnächst auf jeden Fall mit in die Teamfights gehen. So, die Wave clearen. So, dann gehe ich, glaube ich, runter. Dann gehe ich auf die Dominationsschock. Das heißt, jeder getroffene Held wird auch mehr Schaden kassieren. Das hätte beinahe geklappt.
und zumindest den zweiten Stack bekommen. Noch einen Pylon aktiv, dann werde ich hier auch direkt noch einen Pylon in die Ecke stellen, damit ich mich hierher zurückziehen kann. Den nächsten Helden erwischt. Wieder zurückziehen, damit ich hier Energie bekomme. Da schon mal was setzen. Nächsten Tick bekommen. Den haben wir. Man kann hier sehr, sehr gut Zone mit Probius, mit Pylonüberladung spielen. Wenn ich die dann am wenn ich sie dann in Richtung Tempel setze, damit ich da auch relativ zügig und nochmal von vorne jetzt ein bisschen wir gehen aber auch. Autsch, das will man nicht. Wenn wir dann am Tempel fighten, dann werde ich die Pylonen so aufstellen, dass sich der Ulti auch, dass der Ulti den maximalen Damage rausholen kann. Wenn wir den Pylonen stellen. Hier werde ich mal einen setzen, falls er mich dann doch anchargen sollte. Haben wieder einen Tick mehr. Wieder einen Tick mehr. Autsch. Da gehe ich mal besser back. Wir müssen mal gucken, wo wir das machen. Das Feuer für reiche Leiter. Habe ich wieder erwischt. Nice one. Gar nicht mal schlecht. So, ich werde jetzt hier meine Pylonen gleich setzen. Und dann werde ich, glaube ich, Fähigkeitenstärke und Mana erhöhen von meinem Team mit Julian. Ich glaube nicht, dass sie hier hochkommen. Immer relativ schnell zügig nach unten. Hätte jetzt hier ab jetzt gleich nochmal gesund, damit der Zujin da nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Jetzt haben wir da ein dickes Problem. Gut gekämpft.
Geh schnell zum Brunnen. Die Pylonen sollten natürlich auch immer so gesetzt werden, damit das Team davon profitiert. Jetzt steht er hier noch in der Range. Mehr Fähigkeitenstärke und Mana-Regeneration habe ich gegeben. Das ist sehr, sehr gut für Ragnaros und für den Butcher. Ich hätte vielleicht das sogar auf die Schilde spielen können. So, was nehme ich als nächstes? Das ist meine große Frage. Ich glaube, ich werde jetzt die Verlangsamung beim Verlassen erhöht wird. Das heißt, 3,5 Sekunden lang werden sie verlangsamt. Danach wird er wieder einen Pylonen setzen. Aber ich muss nach oben. Ab zum Team. Wir haben Level Lead. Ich müsste unten eigentlich auspushen. Ich kann ja gleich wieder einen Pylonen stellen. Ich habe Ulti ready. Ich werde den Pylonen hier hinstellen. Damit die beide auch. Viel Mana-Regeneration bekommen. Schon gemacht. Wieder ein Set mehr. Da soll ich jetzt schnellst weg. Zumindest die Liming fast getötet, den Varian habe ich mitgenommen. Mal unten müsste ich ja nicht demnächst auspushen. Mitte werde ich auspushen. Aber da kommt das Team jetzt sowieso hin. Braucht demnächst mal wieder einen Pylon. Die haben den Boss gemacht, habe ich gar nicht gecheckt gerade. Das ist unlucky gewesen. Valera helfen. Ich habe hier einen Pylon, dann werde ich hier mit hier einsetzen und einen oben setzen. In 10 Sekunden kann ich da wieder einsetzen. Aber Team will runter, mal gucken. Eines eurer Force
Hat leider nicht gereicht, hinterher zu kommen. Autsch. So, zusätzliche Pylonen werde ich mitnehmen. Gibt uns auch eine gewisse Vision natürlich. Die Quest habe ich immer noch nicht fertig, weil es nicht so viele Möglichkeiten bisher gab. Ich werde mit Ragnaros laufen. Wir sollten jetzt beide zusammenlaufen, weil Valera erst gerade wiedergekommen ist. Die anderen fehlen noch. Sollten da kein Risiko eingehen. Ja. Das war vielleicht ein bisschen sehr greedy. Wenn wir sie hier hinlocken könnten, hätte ich halt wirklich Platz, ordentlich Damage zu machen. Okay, zu Jin habe ich noch erwischt. Gut gemacht von Batscha. So, Ulti habe ich gleich wieder in 10 Sekunden ready. Ich werde hier auspushen. Das Feuer der Reiche Leiter! Okay, da oben steht ein Probius. Nice one. Ich glaube, dieses Spiel haben wir gewonnen. Und leider nicht alle Ticks zusammenbekommen, aber das macht nichts. Vielleicht kann ich sie hier hinlocken. Ja, die wollen da in der Mitte greifen. Nice one. Ah, das ist zu krasser Damage, der kommt. Aber das reicht, glaube ich.
Das kriegen die nicht mal gedefft. Ob sie wollen oder nicht. Also auch mit der Lava Wave. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Nice one. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass einen dieser lebenden Sterblichen in ihre Nähe. Held des Sturms. Ja, wir nehmen einfach den Tempel safe, weiß nicht, warum die da hingehen, aber gut. Leider meine Sex nicht fertig bekommen. Nun stört nicht weiter den Frieden meines Reichs. MVP. Ragnaros hat sich das verdient. Am Ende des Tages bekommt er von mir auch einen Punkt. Und dann habe ich dann auch mein Probespiel gemacht. Und es reicht sogar für Level 7. Schau einer an. Probe ist gleich mal auf Level 7 gebracht. Schauen wir mal rein in die Statistik. 317.0, 31.000 habe ich gemacht, 20k gefarmt. Ragnaros hat viel, viel mehr gemacht, auch durch das Lava Wave geskillt hat natürlich. Aber ich finde das Talent mit dem Warp Resonanz gar nicht so schlecht. Wenn man 20 Helden trifft, dann bekommt man eine zusätzliche Aufladung. Vorher mit 10, und das ist ausschlaggebend, macht man mehr 100 mehr Damage. Den Turbolader, um weg zu disengagen gegen den Butcher oder auch gegen Li Ming oder Varian, um da rauszukommen rechtzeitig. Das ist ein super gutes Talent, und zusätzlich passiv 20% schneller. Ist für mich eigentlich ein Pflichttalent immer, weil man dadurch eine Menge disengage hat. Man muss sich immer im Klaren sein, dass man das Y immer dann einsetzen sollte, also dann die Hochgeschwindigkeit, wenn man keinen Schaden kassiert. Denn sobald man Schaden kassiert, während der Buff quasi oben ist, die Hochgeschwindigkeit an ist, dann wird das halt deaktiviert. Detonationsschock mit mehr Damage, 10 Sekunden nach 20% mehr Schaden zu. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die getroffen sind. Pylonenüberladung ist super, weil Pylonen bekommen Schilde, bleiben länger stehen, ist auch gut für die Photonenkanone. Und dann, dass ich halt dadurch auch mehr Vision habe, wenn ich die Pylonen irgendwo hinstelle und an den Tempel sie hinzustellen, um dann ordentlich Damage zu machen, wenn man sie an guten Orten positioniert, wo sie nicht sofort gesehen werden. Wo dann aber auch mein Team davon profitiert, dann ist das halt schon ziemlich gut. Und da habe ich dann halt 10% mehr Fähigkeitenstärke und 2 Mana pro Sekunde Regeneration mitgenommen. Muss man nicht unbedingt machen, lohnt sich aber an dieser Stelle, glaube ich, dann doch. Ich hätte es auch mit den Schilden machen können, das wäre dann offensichtlicher gewesen, dass man das dann auch sieht. Quantenverschiebung, dass die Gegner, wenn sie rauslaufen, weiterhin 3,5 Sekunden lang geslowt sind. Und dann die zusätzliche Pylon, um noch mehr Vision zu haben im Late Game. Oder auch einfach, um den Ulti, ja, mehr Damage rauszukriegen aus dem Ulti. Und man muss schon sagen, Probius ist ein guter Held, den man auf Sky Temple sehr gut einsetzen kann. Ist kein typischer Spezialist, klar kann er das machen, aber man sollte schon die spätestens auf Level 13 immer beim Team mit dabei sein, um die Pylonen auch, ja, für das Team brauchbar zu machen. Weil wenn man alleine rumläuft und Level 13 ist leider, sind alle Talente so gestrickt, dass man auf Support für das Team geht. Und dann sollte man den Pylon schon so setzen, dass man das Team mit dem Pylon dann halt auch unterstützt.
Gut, das war Probius. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es nicht zu umständlich erklärt. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Tschö.